Heute zwei Themen mit Robert Franz. Einmal Grapefruit-Kernextrakt, ein fast Wundermittel, möchte man sagen, zur Desinfektion. Und Kürbiskerne, etwas, was bei Männern Prostatabeschwerden verhindert. Lieber Robert, schön, dass wir wieder zusammen sind. Heute zwei ganz konkrete Themen. Wir fangen an mit dem Grapefruit-Kernextrakt. Später kommen wir zu dem Kürbiskernöl und dem, was Kürbiskerne machen können. Was hat es mit Grapefruit-Kernextrakt auf sich? Du bist ja eigentlich bekannt als Traubenkernextrakt-Mensch mit OPC. Wo ist da der Unterschied? Was ist das Besondere? Es geht um Kerne, Traubenkerne. Ja. Ich weiß, es haben gute Eigenschaften für den menschlichen Körper. Und Grapefruit-Kerne sind gut zum Desinfizieren. Und ich habe immer bei jeder Sendung habe ich immer gesagt, in Deutschland werden Desinfektionsmittel verwendet in Krankenhäusern und sterben zigtausende von Menschen, weil diese künstlichen Desinfektionsmittel, synthetischen, das Spektrum von Bakterien nicht abdecken. Die ganzen Krankenhauskeime, was das sind, Kolibakterien, allerlei, was das Streptococcus und sowas. Und so wie ich sage, in Amerika, in Brasilien wird mit diesem Grapefruit-Kernextrakt desinfiziert in den Krankenhäusern und es stirbt keiner. Und ich verstehe nicht, wie lange will die deutsche, ich weiß Pharma, das so nach der rumwühlt in die Krankenhäuser, damit Menschen sterben, und obwohl ein natürlicher Mittel da ist. Aber ich sage, jetzt mache ich mal eine Sendung über dieses Mittel, habe auch ein Buch mitgebracht, ein toller Ratgeber, wo die Leute, ich weiß, Frage, ich habe die Meinung, es gibt auch im Internet Seiten, Grapefruit-Kernextrakt, innere, äußere Anwendung. Okay, nicht viele haben, ich weiß, die älteren Leute haben kein Internet, aber dieses Buch finde ich voll benennungswert. Das ist ein Arzt, was 1990 die erste Erfahrung gesammelt hat. Grapefruit-Kernextrakt ist schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg entdeckt worden von Jakub Paric, das ist ein Jugoslawe. Und habe ich halt mal mitgebracht, was hat das Thema ist für mich. Gibst du mir das Buch mal, dann kann ich es nämlich gerne mal hier auch hinhalten. Das heißt also, Grapefruit-Kernextrakt ist von Alan Sachs geschrieben im Synthesis Verlag. Das ist keine Werbung für Robert Franz, sondern eine Werbung für diesen Verlag, für dieses Buch. Und im Untertitel heißt es, der maßgebliche Ratgeber zur Anwendung bei Erkältungen, Infektionen, Candida, Allergien und vielen anderen Beschwerden. Bewusst weise ich darauf hin, was wir heute hier hören, ist nicht Robert Franz Privatmeinung, sondern geht zurück auf Studien und auf dieses Buch. Das ist öffentlich zugänglich. So, was kann dieser Grapefruit-Kernextrakt? Was ist das? Erstmals, bevor ich will, was er kann, will ich auch wissen, warum kann es. Und gut. Okay, Grapefruit-Kernextrakt war gestanden von dem Jugoslawen, der hat nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, ich weiß, die ersten Grapefruit gegessen als Früchte. Die sind auch aus Südamerika gekommen, haben auch gut geschmeckt. Aber sobald er auf den Kern gestoßen ist, war richtig bitter, wie ich im Kern reingebissen habe, war richtig bitter Geschmack. Dass, hey, warum ist das so bitter? Also ich weiß, dass Bitterstoffe für den menschlichen Körper gut sind. Und dann haben sie herausgefunden, die Grapefruit hat eine gewisse Abwehr, wie jede Pflanze, um zu überleben. Als Experiment kann man sich vorschlagen, man nimmt einen Apfel heutzutage, man nimmt den Apfel, nimmst einen Apfel, vergräbst in der Erde. Mhm. Das sind Scharen von Bakterien, gute Bakterien, die den Apfel verdauen wollen, die greift sofort den Apfel an, die Schale widersteht ein wenig, dann kennst du durch den Apfel durch, dann kommt noch das Apfelfleisch und dann kommt es zu den Kernen. Und da müssen die Bakterien schön arbeiten, dass sie diese Kerne überhaupt verdauen. Und zu diesem Thema, in ungefähr zwei Wochen ist ein Apfel so fast verdaut. In der Erde. Inklusive der Kerne? Ja, die Kerne widerstehen noch ein paar Monate. Aber jetzt kommt zu der Grapefruit. Die Grapefruit, wenn du eine Grapefruit eingibst, es dauert monatelang, bis erstmal durch die Schale kommen. Und dann kommt auch noch das Fruchtfleisch, es enthält auch Stoffe, die gegen die Abwehr sind. Und dann kommen die Kerne. Und die Kerne, es dauert 2 bis 3 Jahre, bis die Kerne überhaupt sind. Darum willst du auch keinen auf den Komposthaufen. Darum heißt es, gib keine Grapefruit auf den Komposthaufen, wenn du Kleingärtner bist, sonst hast du sie da drinnen. Und dann bemerkt man, wie stark diese Kerne sind, dass sie die Bakterien in Schach halten können, jahrelang. Und wenn sie die Bakterien in Schach halten können unter der Erde, wahrscheinlich können sie auch oberhalb der Erde Bakterien in Schach halten oder Bakterien vernichten. Und das hat dieser Jugoslawe damals nach dem Ersten Weltkrieg der hat rausgefunden, durch eigene Erfahrung, durch... Ja, der hat gesagt, dann, das Ding, dann haben sie entdeckt. Weiter, dann sind noch andere Ärzte und dann in die 1990er Jahre, jetzt sind so 2016, sind schon 26 Jahre vergangen. Krankenhäuser werden noch immer nicht benutzt. 1990 war ein Revival in Amerika über Grapefruit-Kernextrakt. Die Ärzte, viele Ärzte haben schon begonnen, mit dem zu therapieren.
viele Ärzte mit Grapefruitkernextrakt. Warum? Ist da ein breites Spektrum an Bakterien und Viren, was andere Mittel gar nicht schaffen. Ähnlich mit Kolloidalsilber ist aber noch effektiver. Mhm. Und darum habe ich gesagt, ist die Zeit reif, dass die Leute, auch wenn sie von der Sendung nicht viel haben und wir nicht alles reden können, dieses Buch kaufen, mal durchlesen. Das gehört in jeden Haushalt mal so ein Buch. Warum? Heutzutage passiert, dass manche Leute vielleicht ins Krankenhaus müssen. Und für die Krankenhauskeime, und ich habe auch jetzt viele, ich weiß, Freunde von mir, die haben gesagt, Robert, ich gehe ins Krankenhaus, ich nehme das Zeug mit. Die sind rein, sind ohne Probleme rausgekommen. Oder Kind, Herr Franz, mein Kind, die sind im Krankenhaus und das sind Krankenhauskeime und weiß was, auch genommen. Sodass, erwähnen Sie jetzt sowas mit zu mir, als Privatperson kann ich es mitnehmen und ich schütze meinen Körper. Wenn die Medizin nicht imstande ist, müssen wir Verantwortung übernehmen. 1930 wurde von einem Jugoslawen entdeckt. 1920 wurde von einem Jugoslawen entdeckt, Grapefruitkerne sind was Besonderes. Dann hat man also mal den Test gemacht, wie lange braucht es, bis die verwittern, vermodern, aufgelöst sind. Und während das beim Apfel vielleicht ein paar Wochen, ein, zwei Monate ist bis zum Kern, ist es bei den Grapefruitkernen 1 bis 2 Jahre oder noch länger. 2 bis 3 Jahre. Daraus hat man den Schluss gezogen, was tatsächlich sozusagen Bakterien und so weiter unter der Erde fernhalten kann, hat möglicherweise auch desinfizierende oder antibakterielle Wirkung im Körper. Dann hat man 1990, sagst du, das also als Extrakt, benutzt. Als Auszug zwischen als Schale, Extrakt. Fruchtfleisch, Kerne, da werden so ein Auszug gemacht. Ach so, nicht nur Kerne, sondern da wird Schale auch und Fruchtfleisch und Kern. Darum, obwohl man Grapefruit-Kernextrakt sagt, ist die ganze Frucht. Ja, genau. Grapefruit-Kernextrakt wird von der ganzen Frucht in Extrakt gemacht, 60-40, 60% Auszug, 40% nimmt Glycerin, das nicht so stark ist. Man kann es auch verdünnen. Sind Auszüge 50-50 oder so. Gibt es auch auf dem Markt, gibt es in Glycerin oder macht man das in Wasser oder Alkohol oder nein, so? Nein, man nimmt halt die Tropfen im Wasser, man nimmt sie nicht blank. Darum sei, ja. Es wurde sogar reduziert, was eigentlich da in Deutschland verboten ist, aber man kann es im Internet kaufen. Das heißt, Citricidal 34%. Bedeutet, ein Grapefruitkernextrakt mit 34% Grapefruit, der Rest ist Glycerin. Citricidal, genau, das sieht man auch. Citricidal 34%, genau. Das heißt, das ist ein hochdosiertes. Ja, mindestens sehr hochdosierte 60%, aber für die Leute, für ein Privathaus haben sie 34, das reicht voll aus. Ja. Und das verdünnt man dann? Dann nimmt man ein paar Tropfen am Tag oder was ist ja, da? Ja, normal sind verschiedene Anwendungen, was man nimmt, aber dein Buch. Gib mir das doch mal eben bitte. Anwendungen nimmt man meistens sind verschiedene Therapien, sind auch ganz hinten für verschiedene Anwendungen, steht ganz hinten die ganze Krankheit, was ist, aber meistens ist zwischen 1 und 3 Tropfen je 10 Kilogramm Körpergewicht. Man kann auch mindestdosieren, wenn man nicht sicher ist, wenn man Angst hat, dann, wenn du zum Beispiel jetzt, ich weiß, 90 Kilo hast, kannst zwischen 9 Tropfen und mit 3 Tropfen zwischen 9 und 27 Tropfen. Nimmst halt Mittenwert 15 und du kannst dreimal am Tag diese 15 Tropfen nehmen, niemals blank, in einem vollen Glas Wasser, schmeckt das Wasser ganz leicht bitterlich. Aha. No. Also wenn man jetzt hier reinschaut und sieht, Wissenswerte über Fruchtkerne, dann Grapefruitkernextrakt, dann durch pharmazeutische Antibiotika verursachte Probleme. Dann schreibt dieser Mann offenbar über den Einsatz in seiner eigenen Praxis. Genau. Bei Candida, bei allgemeinen Beschwerden, bei der Behandlung von Tieren und so weiter. Wir kommen danach Pflanzen sogar nachher sicherlich drauf zu sprechen. Ich möchte aber auch auf etwas hinweisen, was in diesem Buch hochinteressant ist und auch wenn man es nicht im Einzelnen lesen kann, will ich einmal die Seite aufschlagen, bevor ich daraus zitiere. Da ist also in einer Tabelle auf Seite 21 aufgeführt, gegen welche Bakterien der wirkt. Hm? Brucella abortus, Escherichia coli und so weiter und so weiter. Ich kann die nicht alle vorlesen. Salmonellen, Typhi, also sprich Typhus-Salmonellen. Dann gegen Tetani, gegen Listerien, gegen Mykobakterien, sprich also gegen Pilzarten. Dann gegen Hilfe und Pilze. Da ist bestimmt eine Sache, ich kann das jetzt nicht überschlagen, bestimmt 24, 25 verschiedene. Das heißt, es ist ein sehr Breitband. Ein Breitband. Ein natürliches. Aber eben kein Antibiotikum, weil es nicht gegen Antibios, ja, genau. Es ist nicht gegen, sondern es ist eigentlich Probiotikum. Die wissen noch immer gar nicht, wie das funktioniert, genau wie Aspirin. Sie haben gar nicht gewusst, die Grundlage, wie Aspirin funktioniert. Aber sie glauben, dass das Grapefruit-Kernextrakt
nimmt den Bakterien die Lebensgrundlage. Der geht in der Zelle rein und dadurch können sie nicht mehr weiterleben. Sie wissen noch immer nicht genau, wie Aspirin richtig ihr Siegeszug erlebt hat und sie haben nicht gewusst, wie Aspirin funktioniert. Und außerdem, da steht auch die ganze Vorteile von dem Grapefruitkernextrakt. Zum Beispiel erstmal breites Wirkungsspektrum, was du erwähnt hast. Zweitens ist größte Wirksamkeit, Ungiftigkeit, was wir Probleme haben mit den künstlichen Siegen. Minimale Gefährdung nützlicher Bakterien. Mhm. Klar, hochdosiert im Darm, sowas vernichtet es im Darm vielleicht, ich weiß, die Bifidobakterien. Also das heißt, weil man ja schauen will, dass man die guten Bakterien, die wir haben ja Milliarden von Bakterien auf der Haut und überall und wir brauchen die ja eigentlich auch. Und dann sorgfältige Forschung, das sind hinten, kannst du zeigen, in der Kamera die ganzen Laboratorien, was da geforscht haben. Dann hat es eine natürliche Herkunft, ist leicht herzustellen, die Grapefruit wächst ja überall in verschiedenen Kontinenten. Hypoallergen, man kriegt keinen anaphylaktischen Schock. Und dann biologische Abbaubarkeit. Man kann das Zeug entsorgen ohne Probleme. Ich muss nicht separat Sondermüll oder was machen. Und das sind die ganzen Laboratorien, wo die Studien, wo sie gemacht haben. Die ganzen Laboratorien, aber so wie ich sage, da kann man lange Studien machen, wenn man das Zeug nicht unter die Menschen bringt. Na, also ich sehe jetzt hier ungefähr, das sind bestimmt auch wieder 25 Studien, im Wesentlichen aus den USA. Dieses Buch ist ja erschienen zunächst mal bereits 1997 in den USA und ist dann später auch in Essen beim Synthesis Verlag erschienen. Ich will es nochmal bewusst hochhalten, dass man nochmal sieht, gesund sein mit Grapefruitkernextrakt, der Ratgeber eben zur Anwendung, Synthesis von Alan Sachs. Robert, wie kommt das, du hast ja da nun gar keinen Vorteil davon, ich meine, du verkaufst keine Bücher, du hast da keinen Gewinn. Wie kommt es, dass du immer wieder so spürst, Mensch, ich habe die Motivation, die Inspiration, dass ich nochmal auf diesen Punkt hinweise, da auf Jod oder da auf OPC oder in diesem Falle hier auf Grapefruitkernextrakt. Du bist ja unermüdlich dabei, auf Menschen Informationen zu geben, anzubieten. Ja, wenn ich informiert sehe, dass, euch selber. Ja, wenn ich sehe, dass nichts passiert, ich weiß, wenn ich Vorträge halte und sowas, die Leute erfahren, weil in meinem Buch habe ich auch Grapefruitkernextrakt erwähnt, habe ich direkt ein Kapitel, habe geschrieben, was wirkt, wie es wirkt, wie viele Keime, wie viele Bakterien. Im OPC-Buch. Genau, im OPC-Buch gibt es ein Kapitel, eineinhalb Seite, Grapefruitkernextrakt. Warum? Weil ich immer aufmerksam machen will über die Tausende von Toten in den Krankenhäusern. Irgendwann, entweder sollte es mehr kosten und die Leute bleiben am Leben, aber ich kann nicht sein, dass ein chemisches Mittel da Vorrang hat gegenüber zu Naturmitteln und andere Länder bewegen. Genau zum Beispiel Thema nur ein Ding, Tryptophan, Melatonin. Tryptophan ist unser Schlafhormon, aus der Körpermasse Tryptophan, Melatonin. Melatonin ist eigentlich Jungbrunnen und alles, Schreinemacher, glaube ich, hat den Hautkrebs weggekommen. Die Leute, zum Beispiel, Melatonin ist in Deutschland verboten, in der Schweiz erlaubt. Was? Genau. Also ich habe, als ich in Amerika war, mir natürlich Melatonin gekauft, alleine schon deswegen, damit ich mit dem Jetlag besser klarkomme. Ja, mit dem Jetlag, genau, auch für Depressionen. Also für mich war, weil ich, als ich nach Hawaii geflogen bin und hin und zurück, Melatonin, war für mich Melatonin, das konnte ich ganz normal in den USA kaufen. Deutschland verboten, 200 Kilometer südlicher, Schweiz erlaubt. Was machen die mit uns? Außerdem in der Schweiz ist Tryptophan verboten, in Deutschland ist Tryptophan. Ich glaube, die stecken sich die Märkte ab. Pass auf, die kauft es bei mir, du kaufst es bei dir. Da haben sie weniger Logistik und weniger Tester. Verstehe ich einfach nicht. Dass das so Verrücktheit ist, 2 Kilometer weiter über dem Zaun ist schon erlaubt und bei mir nicht. Sind wir nicht dieselben Menschen oder was? Macht die Grenze aus, die Erlaubnis? Oder ich weiß nicht, das ist eine richtig verrückte Welt da draußen. Und darum werde ich von jetzt an, also genauso Sachen, die auf den Punkt werde ich so oft wiederholen, bis die Leute begriffen haben. Und die, wenn die Leute begriffen haben, werden dann, ich weiß, da kommt jeder in Krankenhaus schon mit seiner, ich weiß, Zitrizidal, schön in der Tasche. Ich habe den Leuten so gesagt, wenn ihr in den Krankenhaus geht, die ganze Naturmittel, bitte auf den Nachtkasten. Das gehört, ihr seid nicht in St. Quentin oder Alcatraz, ihr müsst über Hudson Bay schwimmen, sondern diese Mittel gehören euch, ihr habt das Recht zu nehmen. Jetzt haben die Leute langsam die Kraft zu sagen, ja, der Arzt, das sind meine Mittel, die nehme ich. Und die Ärzte stehen doof da und können nichts sagen. Dass die Leute wissen gar nicht, was wir machen, die haben, wie stark sie sind, sondern ich weiß. Sie lassen sich, als wären wir in Sachen Kinderschuhen, in Sachen Gesundheit. Das ist ja das Schöne, liebe Zuschauer, wenn Sie häufiger Sendungen mit Robert Franz ansehen, werden Sie es ja schon wissen, dass Robert Franz einerseits immer wieder ganz konkrete Mittel und Möglichkeiten und Methoden
vorstellt. Andererseits aber auch immer Sie wieder ermuntert, dass Sie doch wirklich Ihr Leben, Ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen. Du bist ganz häufig in der Steiermark. Mhm. Steiermark ist bekannt für Kürbiskerne. Ja. Obwohl es jetzt auch aus China importiert wird und als steirisches Kürbiskerne verkauft werden. Das ist ja Betrug, das wissen wir. Genau. Du bist ganz häufig in der Steiermark. Es kommen teilweise sehr viele hundert Menschen zu dir. Du bist da auf ein Phänomen gestoßen, was nun hauptsächlich mal die Männer angeht, dass Männer da offenbar weniger Probleme mit Prostatabeschwerden haben. Ja, genau. Warum? Was ist da los? Ja, ich habe bemerkt, ich habe auch viele Fälle, wenn die Leute mich fragen, Herr Franz, was würden Sie machen, wenn Sie Prostata vergrößern? Und dann sage ich den Leuten erstmal Vitamin D3, dass er im Körper ist, dass die Prostata ein Signal hat. Dieser Mann, okay, ich brauche die Drüse, die soll funktionieren. Dann würde ich eine Durchblutung, OBC nehmen. Dann, ich weiß, aber bei Prostatavergrößerung gibt es normale, benigne, normale, gutartige. Es gibt maligne, bösartige. Und die meisten Leute haben dann gutartige vergrößerte Prostata. Es geht so weit, bis auf die Hand gedrückt. Dann kommen die Leute und sagen, Herr Franz, ich muss 3-4 Mal in der Nacht aufstehen. Da kann ich auch sagen, ja, versuchen Sie es mal mit Conium Maculatum, gepflegter Schierling, Potenz der 6, des reduzierten Harndrang. Manche Leute müssten noch 3-4 Mal aufstehen, dann tröpfelt es nach und urinieren und lauter so Sachen. Also aber irgendwann, Sie können gar nicht richtig pieseln, genau, sondern es tröpfelt nur so. Nein, erstmal können Sie ganz schwer pieseln und dann tröpfelt es nach. Der Schließmuskel hält nicht, tröpfelt es nach. Und da sage ich, aber ich habe bemerkt, in der Steiermark gibt es keine Prostata-Probleme. Ich habe die ganzen Leute überprüft, sehr selten, dass einer sagt mir Prostata. Und die ganzen, die benutzen Kürbiskernöl, steirisches Kürbiskernöl. Und das ist eine Züchtung von wilden Kürbis, ist nur eine einzige Mutation geschehen. Durch eine Mutation schaffe ich den wilden Kürbis in steirischen, ich weiß, Kürbis. Das habe ich auch mitgebracht, das Ding, dass du siehst, was sind die Eigenschaften von dem. Eigentlich, da ist auch mit der Mutation, Moment, das sieht man. Single Mutation, das sind die Studien. Lass mal nachschauen. Mhm. Und da habe ich die direkt rausgedrückt, Eigenschaften von steirischen Kürbiskernöl, dass die Leute halt sehen, was jetzt so ein Kürbiskern da drin ist. Auch wenn man es nicht im Einzelnen genau lesen kann, ich halte es mal hoch, damit man überhaupt sieht, jawohl, das, was der Robert Franz da sagt, basiert alles auf Dingen, die man konkret wissen kann. Wir können das später ja dann nochmal näher aufnehmen. Das ist halt eine englische Studie hier, die ich hier sehe, von 2007. Und da geht es um die Inhaltsstoffe und die biologische Wirksamkeit von steirischem Kürbiskernöl. Was passiert, warum hilft Kürbiskernöl? Ja, erstmal, wenn man die Inhaltsstoffe sieht, was da alles drin ist, darum habe ich auch das andere ausgedrückt, da steht drin, der steirische Kürbiskern besitzt 80% mit 80% an der höchsten Mengen an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die was wichtig sind. Erstmal die Fettsäuren, außerdem hoher Gehalt an Vitamin E. Beim Genuss von nur 10 Milliliter hast du was 20% für Vitamin E Bedarf. Und dann, was noch wichtig ist, die Antioxidantien und Phytosterin, und die wirken auf die Prostata. Das sind die. Das sind also die Punkte, um die es da im Wesentlichen geht. Genau. Die ungesättigten Fettsäuren, das Vitamin E, Phytosterole, und die Antioxidantien, also die gegen die Oxidbildung. Und Phytosterine, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Ja, ich habe die ganze Studie da in Englisch, steht alles drin. Aber was ich da ganz. Aber was ich hier sehe, ist, aber auch mit diesem Inhaltsstoff darf nicht geworben werden. Es ist etwas drin, es ist bewiesen, dass es drin ist und damit darf nicht geworben werden. Nein, ist ein Lebensmittel. Ja, nicht bei Trost. Die EU hat es dazu gebracht, dass man Lebensmittel keine heilende Zusagen gibt. Bedeutet, wir wissen eigentlich Müll, wir dürfen nichts sagen, dass eine Tomate gesund ist und das Kürbiskernöl. Aber das sieht man, das sind, wie stark das ist, die ganze Antioxidantien, wie stark antioxidativ ist Kürbiskern gegenüber anderen Ölen. Das ist die Statistik, die überragt alle Öle, auch Olivenöl. Guinness Olivenöl. Das ist die rechts, die großen. Die großen dunklen sind Balken. Genau, verschiedene Sorten von Kürbiskernöl. Die werden wir später nochmal alles einblenden. Genau, auf die kleinen sieht man dann Mohnöl und Distelöl und. Ja, und genau, Sonnenblumenöl und so weiter. Und Olivenöl, alles. Und dahin bei der Studie, was mich ding, das ist es, die Studie, die hinten ist wichtig, bei mir die zwei Blätter, da steht hin, Pumpkin Seed Products in Health and Disease, Cholesterol-Lowering Effects und Benign Prostatehyperplasia. 41,4% da, das ist die Studie. Und darum habe ich gefunden, okay, ganz tolles Mittel, das habe ich so wie Marco Polo auf die Reise entdeckt. Ich bin unterwegs, schaue ich, was essen die Leute, was gibt es da. Und ich bin ja in der Steiermark schon wie zu Hause, habe schon fast, glaube ich, 100, 120 Seminare gehalten in der Steiermark. So viele. So viele, klar, auch die Wanderung jetzt.
Und da habe ich gesagt, hey, Kürbiskerne, das ist es. Weil die ganzen Leute kaufen da Prostagut und allerlei für Präparate, wo Kürbiskerne was gemacht ist. Dann nehme ich doch das gepresste Kernöl. Das ist das Natürlichste überhaupt. Und die Steuern, das sind auch Riesenpalette, die machen sogar Eis. Also ich Eis. Sehe hier, es wird das Cholesterin oder Cholesterol wird erniedrigt. Genau. Es wird die Prostatavergrößerung, die benigne, die normal, wird, die gutartige. Die gutartige wird vermindert und so weiter. Das sind ja wirklich eindrucksvolle Dinge. Ist das denn so bei den Steirern bekannt? Aber weil da scheint ja offenbar von der Kürbiskerngesellschaft, die sagen ja selber, man darf damit nicht werben. Ja, weil sie Angst haben, die Leute sind Angst. Ich kann die Tatsachen präsentieren. Ich habe einen Fernsehkanal, du bist dabei, wir können die Leute sagen, schaut, das sind die Studien, das wirkt. Und die müssen ja nicht werben, obwohl die betroffen sind, oder? Ja, aber es ist ja, ist ja eigentlich merkwürdig. Sie machen das Kürbiskernöl, als würde ich jetzt, ich weiß, ich bin jetzt Bäcker oder Zuckerbäcker, ich darf nicht werben, ich muss wahrscheinlich mit Gurken oder Karotten werben, obwohl ich meine beste Werbung werde, ich mache einen ganz tollen Frankfurter Kranz oder Schwarzwälder Kirsch. Es wird verboten, dem Hersteller seine eigene Ware zu vermarkten. Das ist richtig verrückt. Man darf, heutzutage darf man in Deutschland den Mund gar nicht aufmachen. Wahrscheinlich in Österreich auch nicht. Ich glaube, dass das eher österreichisch noch ist. Ja, aber Deutschland auch. Das ist richtig. So ich sage, in diesen Ländern hat die Pharma noch so eine Macht, dass Politik alles nach den, ich weiß. Ja, wobei offenbar, wie du sagtest, da kann ich mich auch dran erinnern, es vor allen Dingen Brüssel ist die EU, die sagt, man darf bei Lebensmitteln keine gesundheitsfördernden Wirkungen mitteilen. Was sind das, wem oder was? Ja, das ist ja etwas, das werden Sie sicherlich wissen von unseren Sendungen, die wir immer wieder machen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir der Meinung sind, dass wenn es nicht um demente Menschen geht und nicht um Minderjährige geht, dass wir beiden der Meinung sind, jeder Erwachsene muss die Möglichkeit haben, sich frei zu informieren über Mittel, über Wirkstoffe, über alles und kann sich dann frei entscheiden, unabhängig davon, was der Staat sagt. Ich zum Beispiel bin zeitlebens Nichtraucher. Ich verstehe partout nicht, warum man alle Raucher schlecht macht und so tut, als ob das Rauchen das Allerübelste ist. Ich bin dafür, dass nicht geraucht wird an öffentlichen Plätzen. Nur, und ich kann das getrost sagen, weil ich selber nie geraucht habe, ich kann nicht verstehen, warum die Bevormundung, der wir uns alle gegenübersehen, warum die so tief in die Gesellschaft reinreicht, dass sogar Kürbiskernproduzenten, Kürbiskernölproduzenten gesagt wird, das ist zwar drin, das dürft ihr aber nicht sagen, damit dürft ihr nicht mehr. Das ist, wir sind doch verrückt geworden. Ja, klar, eben. Das gehört ein paar Leute, die richtig die Leute aufwecken. Was macht ihr da eigentlich? Sind wir Sklaven oder was machen wir eigentlich? Wenn du jetzt Männern, zum Beispiel in meinem Alter, ich bin 68, sagst, weißt du was, Wolfing, euch her, auch wenn du jetzt noch nichts merkst und das Biesel noch gut geht und so weiter und alles Mögliche, schau zu, dass du ungefähr das und das machst. Was würdest du mir, nehmen wir mal, ich bin 50, 55, wäre schon zu dir gekommen und ich komme dann zu dir und frage, was würdest du mal, sag mal, prophylaktisch, vorbeugend mir empfehlen? Ja, prophylaktisch, ich würde jedenfalls, die sagen Vitamin D3, ohne Vitamin D3 werden die Drüsen runtergefahren, genau wie Schilddrüse, genau Prostata und sowas, dadurch entarten sie. Mhm. Gutartig oder bösartig, Vitamin D3, dadurch der Wolfige ist im Leben, okay, Prostatadrüse. Zweitens würde ich Durchblutung, durch die Drüse durchbluten, durch OPC. OPC, genau. Dann, so wie ich sage, Kürbiskernöl, 2 Teelöffel. 2 Teelöffel täglich ohne Probleme. 2 Teelöffel Kürbiskernöl zu nehmen. Dadurch hast du die Phytosterine und so wie ich sage, ich habe auch in der letzten Zeit, die letzten 2 Monate, nehme ich auch, ich habe sogar bei mir Rucksack so kleine Blechkanister, Kürbiskern, nehme ich mit mir und schmeckt auch richtig. Ah, das ist interessant, dass du es sagst, weil ich habe nur so eine kleine Fläche, habe ich mir auch immer besorgt, aber ich nehme es gar nicht regelmäßig bisher, sondern nur ab und zu mal zu einer Sache zu. Aber dann muss ich doch, sollte ich mal besser umstellen. Damit wir uns nicht missverstehen, hier gibt Robert Franz, dem Wolfing von Rohr, eine private Meinung, um die ich gebeten habe. Er stellt keine Diagnose, er gibt keine Therapievorschläge, sondern er gibt mir einen freundschaftlichen Rat. Ich habe sogar eine 100 Milliliter Flasche, weil die kannst du im Flugzeug mitnehmen. Aha. 100 Milliliter. Die habe ich da jetzt, habe sie gar nicht wollen da herstellen. Nicht, dass es nachher heißt, ich tue Produkte propagieren und weiß nicht was. Und ist bei mir ein Rucksack drin, die ist richtig 2016 prämiert. Steirisches Kürbiskern, sind ein Haufen Hersteller, okay, mehr oder weniger. Ja, aber das ist ja gar nicht dein Produkt. Das ist ein Produkt von jemand anderem. Klar, richtig, richtig ganz tolles Kürbiskernöl. Und das, ich finde sowas, weil die in der Steiermarkt wird ja überall benutzt. Die machen ja alles. Die machen zum Beispiel da. Geeignete steirische Kürbiskern wird gemacht,
Kerneis, Kernöl, ja genau, Eiscreme. Sogar Eis, genau, Eiscreme und die Eierspeisen werden auch, die werden dann grün durch den Kürbiskernöl. Okay, ist nicht so hitzig. Das sollte ich mal machen. Ja, genau. Das grüne könnte ich Eier. Ja gut wieder genau. machen, wenn ich mir Rührei mache. Ja, das dass hat ich auch da nussigen Geschmack, ja. was beim Kürbis hat, ja, den ja. nussigen Geschmack. Ich mag es auch gern, ja. Genau, und das Einzige soll nicht erhitzt werden, über 120 Grad und außerdem dunklen Glas und darüber werde ich das Kürbis... Naja, man kann ja das Kürbiskernöl dann nicht am Anfang in die Pfanne tun, sondern wenn das Rührei fertig ist, hinterher drüber tun. Dann da hat es ja keine 120. Genau, das muss ja nicht mitbraten. Genau. Ja. Da von Haltbarkeit steht, man soll es halt, es hält zwischen 9 und, glaube ich, 16 Monate, das ist haltbar, also unter 18 Grad lagern. Aber ich finde sowas tolles Öl. Unter 18 Grad, das ist interessant, das wusste ich auch nicht, weil teilweise ist ja im Sommer jetzt sehr warm gewesen und ich habe es teilweise bei 25 Grad sicher gehabt. Da steht 9 bis 12 Monate unter 18 Grad. Sollte ich bei original verschlossenen Flaschen durchaus. In Kühlschrank tun oder nicht? Ja, ich weiß, normal steht nicht wie im Kühlschrank, aber. Nein, weil in diesem Sommer war es sehr warm. Bei mir zu Hause war es teilweise 25 Grad in der Wohnung. Und was würdest du machen? Würdest du es dann. Da würde ich aber in den Kühlschrank rein. Der Kühlschrank hat 4, 5 Grad, genau. Ist ja nicht auf Frost eingestellt. Nein, auf Frost ist er nicht eingestellt. Und ich kann es ja dahin tun, wo ich das Gemüse habe, da ist nicht ganz so kalt. Genau, und in dem Ding. Aber so ich sage, wenn es offen ist, sind 12 Wochen aufgebraucht. Gut, wir haben jetzt in dieser Sendung also zwei Themen behandelt: Grapefruit-Kernextrakt und Kürbiskernöl. Wir wollen noch mal rekapitulieren. Ich werde Robert Franz bitten, dass du noch einmal kurz zusammenfasst, was ist das Gute beim Kürbiskernöl, wie wendet man es an und danach zum Grapefruitkernextrakt, dass man es einfach noch mal zusammengebunden hat. Ja, da kann ich sagen, wenn ich Prostata Probleme habe, würde ich das Kürbiskernöl auf jeden Fall nehmen. Mhm. Muss nicht unbedingt, ich weiß, teure Präparate kaufen, teure Kapseln, die verkauft werden, so wie Sägepalme oder Kürbiskernkapseln. Mhm. Die Natur hat es in sich. Also ich finde, ein Produkt, was nicht denaturiert ist, man sagt, alle Lebensmittel unverfälscht zu sich nehmen. Nimmt man mehr als 51%, beginnt ein Angriff vom Körper, greift sich der Körper selber an. Und da müssen die Leute sich gewöhnen, so wie das Ding, ob ein Öl gepresst oder sowas, nicht verarbeitete Sachen zu sich nehmen und nicht allerlei 4-5 Mal synthetisiert in sich aufnehmen. Und deshalb würde ich halt 1-2 Teelöffel Kürbiskernöl, wird gut für die Prostata. Und in Sachen Desinfektion würde ich weiß, Grapefruitkernextrakt nehmen. Krankenhaus weniger, wahrscheinlich komme ich niemals in mein Leben Krankenhaus rein. Und dann würde ich auf jeden Fall zwischen 1 und 3 Tropfen, je 10 Kilogramm Körpergewicht, bei meinem Gewicht, ich weiß, bei 90 Kilo, zwischen 9 und 27 Tropfen, 2-3 Wochen. Ich weiß, ich habe auch viele, ich weiß, Freunde von mir, die haben gesagt, die haben Seitenstrang, Angina gehabt, Eiter, haben genommen, die Grapefruit-Kernöl zu weg, da war die große sozusagen Erkältungsgrippewelle. Am nächsten Tag haben die Leute gar nichts mehr gehabt. Ich habe das nämlich versäumt. Ich hatte nämlich vor ein paar Wochen wirklich da so eine durch ganz lange Übersetzungstage, da habe ich nicht dran gedacht, denn ich habe es bei mir zu Hause. Manchmal vergisst man so was. Das schmeckt gar nicht, ganz leicht bitterlich. Das ist auch nicht so schwer, ich könnte es leicht mitnehmen, das habe ich in so einem kleinen Fläschchen da bei mir zu Hause. Gut, lieber Robert Franz, vielen Dank wieder für diese wertvollen Anstöße und denken Sie sich bitte nichts, wenn Sie nicht immer alles hundertprozentig machen. Das Entscheidende ist doch, dass wir immer wieder neue Impulse hören oder erinnert werden an etwas, was wir eigentlich schon wissen. Ich habe es ja jetzt gerade gemerkt, ich hätte das selber mit meinem Halsschmerzen machen können. Ich habe es auch vergessen. Nehmen Sie das Leben leichter. Leben Sie fröhlicher, leben Sie bewusster und nehmen Sie Gesundheitsentscheidungen in Ihre eigene Hand. Vielen Dank, lieber Robert Franz. Gerne.